Nice, ein Mann. großartiger Musiker von der Insel zu uns gekommen aus England, Duncan Townsend, und er hat seinen neuen Platz in Deutschland gefunden, in Hamburg. Darüber freuen wir uns, und jetzt ist er hier im Hamburg 1 Frühcafé. Guten Morgen, Duncan. Guten Morgen. Ja, good morning. Sag mal, du hast ja schon einiges als Musiker gemacht. Du hast Duett mit Nena hinter dir, du hast für den Dalai Lama gespielt, aber auch Katie Melua als Support Act begleitet. Was war von diesen drei Sachen denn so das Beeindruckendste? Das Beeindruckendste? Ich würde sagen, auf jeden Fall das Dalai Lama. Das ist eine wunderschöne Ehre, ne? Ja. Ehre, Honor. Wann war das? Letztes Jahr? Das war letztes Jahr, im Oktober, glaube ich, in Frankfurt. Und das war toll, so ihm ein bisschen näher zu kommen, diese Aura zu spüren ein bisschen. Aber, ja. Und zwischen Katie Melua und Nena, wen würdest du da wählen als Frau? Die sind beide so ganz anders, ne? So Katie Melua ist ganz so beerdigt und ruhig und ganz so angenehm. Nena ist ein bisschen wilder und sie hat mein Hemd ausgerissen auf die Bühne. Echt? Ich meine, ja, ohne Vorwarnung. Das war lustig auf jeden Fall. Ich okay, habe gegen entschieden, ihre Hemd auszureißen. Aber, du bist Hamburger geworden. Als erstes bist du in Köln gelandet, okay, in Deutschland, und dann bist du zu uns gekommen. Jetzt lebst du auf dem Kiez und entfaltest dich hier als Musiker. Wie ist es in Hamburg für dich? Herrlich. Ja? Ich mag Hamburg. Ja, Hamburg ist sehr grün und viel Wasser und Dinge, die ich mag. Und den Kiez für mich ist natürlich auch eine absolute Inspirationsquelle. Und ich habe so irgendwie ganz viele gute Freunde und Kollegen und was immer auch gefunden, und es gefällt mir im Moment, und ich habe auch ein bisschen Arbeit, was immer toll ist. Ja, zum Beispiel bei uns, gleich musst du mich noch arbeiten, dein aktuelles Album Out of the Red, du hast super Produzenten dafür gefunden, kannst du noch was zu den Produzenten sagen? Andreas Herbig, der hat die letzten, zum Beispiel die letzten Udo Lindenberg-Platte, auch wie Raymond und mehrere große Namen gemacht. Und ich bin einer der großen Namen, die er auch nicht. Das war ein Glücksfall für mich auf jeden Fall, dass so ein hochwertiger Produzent wollte so investieren und mitmachen und mochte die Musik auch und die Lieder. Und der hat auf jeden Fall so eine gute Job gemacht. Also ist gute Sound rausgekommen von den Liedern. Den Sound möchten wir jetzt live und unplugged mal von dir hören. Mm. Ein Titel vom aktuellen Album. Was wirst du uns jetzt spielen? Das heißt Go Go. Ja, Go Go. Duncan Townsend. Auf geht's. Right. Griff zur Gitarre. Yes. Und Stimmbänder spannen. Stimmbänder spannen. So. I was just saying, das letzte Mal, die ich so früh gespielt habe, diese Uhrzeit, war ich nicht inzwischen in Bett. Das Normale ist auf dem Kiez. Where do I look? Anywhere. Anywhere. You mess me up, my darling. Do you know what you do? You turn me around inside. You take me off in circles. You put me down, my darling. You leave me black and blue. But I still need this ride. I can't leave this circus. Go, go! Because it only makes it worse. When you think you feel better, go, go. Because nothing ever hurts. When you think you feel better. Lift your weary fingers.
better when you think. Ja, Duncan Townsend im Frühcafé. Powerballade nennt man sowas, oder? Ich dachte am Anfang so, ja, das wird ganz entspannt. Und dann hast du aber doch noch einen rausgeholt hier. Wahnsinn. Ja, ne? Tolles Stück. Aufwachen. Ja, aufwachen. Go, go ist eben auf Out of the Red. Duncan Townsend, das aktuelle Album. Sie können es gewinnen, liebe Zuschauer, unter 01378 98 98 07. Zwei Stück werden wir verlosen davon. Und dann ist dieser Song natürlich auch bei Ihnen zu Hause kann ich hörbar. Kann unterschreiben vielleicht. Ne? Ja, gerne also noch unterschreiben. Grüße. Du bist live zu hören jetzt auch in Hamburg? Am Sonntag, ja. Mhm. Es gibt noch eine von diesen Benefizkonzerten für Haiti, was ich ganz toll finde. Und ich habe mir vor, so viel wie möglich mitzumachen. Ist ein guter Zweck und alles. Und die nächste ist am 7., das ist diesen Donnerstag, auf dem Hans-Albers-Platz im Drafthaus. Das ist übrigens die erste Club, die ich in Hamburg ever eben gespielt habe. Die erste Club und ich bin dann wieder da seit langer Zeit jetzt mit meiner ganzen Band. So Headliner für diese, da gibt ganz viele andere alte Freunde von mir, so von dem Kiez, Covermusik, Rockhouse Brothers, die auch einzeln und viele verschiedene Sachen haben. Ganz viele gute Künstler und Bands und so und Leute. Und wir machen das alles ja für ab 18 Uhr im Drafthaus diesen Sonntag. Okay, also holen sich diese Energie live ab oder eben hier per CD bei sich im Player. Ich muss Ihnen noch sagen, unter 01378 98 98 07, Stichwort natürlich Duncan Townsend, schnell noch Ihre Telefonnummer, Name und Adresse, damit wir Sie identifizieren können als Gewinner. Duncan, tausend Dank. Das fand ich super Musik und wir werden noch viel von dir hören und würden uns freuen, selbst wenn du vor 100.000 Menschen gespielt hast, dann auch mal wieder im Hamburg ins Frühcafé, oder? Immer gerne. Ja, sehr gut. Dankeschön. Yes. Ne?